verstehe. Guten Wein macht von mir aus, dass er Charakter hat, zum Trinken schön ist, wo vielleicht auch mal, ja, kann ruhig mal kitzeln oder anspruchsvoll sein, also nicht langweilig wird beim Trinken, sondern bei jedem Schluck, wo man ein bisschen was überlegen muss, nur einfach interessant ist zum Trinken. Aber trotzdem, man Spaß natürlich hat dabei, das ist auch das Wichtigste. Ich denke, Wein soll jetzt nicht unbedingt gefühlsmäßig vom ersten bis zum letzten Schluck gleich schmecken, sondern vielleicht, wenn er Luft kriegt oder so, dass sich auch entwickelt, dass er mehr Spaß macht, dass man auch ein Leben in ihm erkennt, sozusagen. Also man kann nicht immer sagen, man arbeitet nach Rezept und dann muss das präzise rauskommen. Man weiß, dass was Gutes rauskommen muss, wenn es reduziert ist und man haltet sich an gewisse Regeln. Aber trotzdem variiert es immer und dass jeder Jahrgang unterschiedlich ist. Anfangs haben wir die Rebe gehabt und in seine Genossenschaft abgeliefert. Ab 97 haben wir dann selber angefangen mit auszubauen. Weil einfach Weintrinken hat Spaß gemacht, auch im gehobenen Niveau natürlich. Und der Ehrgeiz oder der Spaß daran, ein gutes Produkt herzustellen, oder herzustellen ist jetzt vielleicht ein Blödausdruck, wachsen zu lassen ist ein besserer Ausdruck. Und das auch gut zu begleiten. Und das macht es auch interessant und macht auch Spaß, wenn man halt verschiedene Weine trinkt und so, dass halt jeder Wein anders ist. Vielleicht liegt es auch daran, der erste Beruf, den ich gehabt habe, war ein Koch, wo ich Koch gelernt habe. Und dort hat man schon das Spiel gemerkt zwischen Essen und Trinken. Das ist halt ein gravierender Unterschied, ob ich einen Wein ohne was zu essen trinke oder mit Begleitung. Das ist auch interessant, da verändert sich auch. Oder das Geschmacksempfinden ändert sich dabei mit Begleitung, mit Essen. Gut, wenn es bei den Leuten ankommt, wenn es auch bei Verkostungen gut abschneidet, freut es uns natürlich, wird eine Art Bestätigung der Arbeit letzten Endes. Und das halt auch noch Spaß macht zum Trinken und dass wir halt eine gute Resonanz haben. Bade ist das schönste Ländle der Welt. Ja, Bade bringt alles mit, verschiedene Bodenarten haben wir auch natürlich in Baden. Und letzten Endes sind wir auch burgundische Pforte, wobei das ist jetzt keine Bewertung rum und um, aber einfach, wir haben ein tolles Klima. Ich denke, wir leben in einer Gegend, wo eine schöne Landschaft ist. Und von der Sorte her, mit der burgundischen Sorte, macht es besonders Spaß, das zu tun.